Okay, dann drehe ich halt einfach wieder um. Oh Gott. Zählt das als Offroad? Alter, wie das knallt beim Runtertouren. Hat er sich gefreut. Also ich habe das jetzt gerade so eingestellt, das ist ja ohne Cut und ohne DB-Killer. Ohne Cut, ja. Ohne Cut, aber mit DB-Killer. Und ich habe das Mapping jetzt gerade so eingestellt über den Power Commander, dass es beim Runtertouren so, ich sag jetzt mal, dass es schon knallt, aber nicht zu heftig ist. Weil mir ist aufgefallen, wenn man das zu heftig macht, das heißt, das Gemisch zu mager, ist mir aufgefallen, dass es dann nicht mehr knallt, sondern bloß noch rausbratzt, sondern so furb. Und ich bin letztens im Dunkeln mal nach Hause gefahren, auch einen Berg runter, wo man halt wirklich eine Weile lang rollen lassen kann. Und da ist mir aufgefallen, dass einfach mal hinten, ich habe wirklich ab und zu nach hinten geluncht, so hier, und dann kurz geguckt beim Rundertouren, es hat wirklich die komplette Zeit geknallt. Und da ist mir aufgefallen, dass da wirklich eine bestimmt 10 cm Stichflamme rauskam. Das ist halt, als ich das gesehen habe, dachte ich mir auch, meine Fresse, das ist echt zu krass. Alter, es ist aber auch extrem laut, die Ansaugung plus der Auspuff ohne DB, warum sag ich immer ohne DB-Killer, das ist ohne Cut. Oh, ich weiß gar nicht, sieht man das auf der GoPro wieder, die Sonnenstrahlen hinter der Wolke hervorkommen, dort hinten. Das sieht schon echt krass aus. Oh Mann. Aber ich will das echt mal mit dem, oh schön, die Polizei wieder. Ich hoffe, die halten mich jetzt nicht an, weil schön wird da, oh Gott. Okay, nein, die Polizei fährt einfach weiter. Ich muss sagen, ich mache auch jetzt nicht direkt irgendwelche illegalen Sachen. Oh Gott, der schleicht aber auch hier ganz schön. Videos direkt sind nicht illegal und ich bin jetzt hier kein übelster Rowdy, der wie so ein Bekloppter durch die Kante fährt hier. Oh, scheiße. Also ich muss sagen, dass die 701 ausgeht, ist mir immer noch nicht, konnte ich immer noch nicht komplett rausbekommen, rausprogrammieren, also ohne DB-Killer. Mit DB-Killer jetzt funktioniert das einigermaßen, muss ich sagen. Also der Wegler ist sie mir jetzt eigentlich noch gar nicht ausgegangen. Kann ich hier vorbeifahren? Alter, bei hohen Drehzahlen der Auspuff, da geht sowas von steil. Bei hohen Drehzahlen macht er wirklich so einen Lärm, das geht überhaupt nicht klar. Also ich will wirklich demnächst dann wieder den Wegler reinmachen, weil das ist einfach zu krass laut. Ich muss sagen, es ist schon mal geil. Ach, die Leute schauen dann alles an, das ist schon fast unangenehm. Ich weiß nicht, ob es wegen der GoPro vorne am Helm ist, weil ich habe jetzt eine andere Kameraposition. Was heißt jetzt? Das habe ich eigentlich schon seit einer Weile. Ich habe mir nämlich so eine kleine Klemme geholt. Das ist so eine, ja, hier schön die Polizeistation hier. Das ist nämlich so eine kleine Klemme, so, und die wird vorne in den Helm reingetan. Oder beziehungsweise wird die GoPro darauf festgemacht und dann einfach vorne reingeklemmt in den Helm, so. Dann sitzt die GoPro hier vorne drauf und dann ist die GoPro sozusagen vorne an meinem Kinn. Das ist halt echt praktisch, weil die GoPro mir dann so nicht mehr direkt vor der Linse hängt, was mich halt immer übelst genervt hat. Und das Problem war auch immer, man musste den Schirm einfach immer komplett hoch machen, was halt auch echt problematisch war, weil man etwas schneller gefahren ist. Weil wenn man etwas schneller gefahren ist und hat den Schirm so hoch, dann zieht es einfach den Kopf immer übelst nach oben. Und das ist halt einfach nervig. Okay, Simpson-Fahrer hat keine Lust zu grüßen. Ist aufgefallen, dass die Simpson-Fahrer sich meistens freuen, wenn man die grüßt. Weil eigentlich grüßen ja die Motorradfahrer die Simpson-Fahrer nicht, aber ich mache es trotzdem und meistens freuen die sich immer. Die meisten Simpson-Fahrer, die gucken mich immer schon so an, als würden sie mich grüßen.
wenn ich sie dann grüße, dann freuen sie sich und grüßen mich auch. Und daher, warum sollte ich die Simpsonfahrer nicht grüßen, wenn die sich freuen? Ah, hier kann man nochmal einen schnellen, einen schönen Wheelie rausziehen hier. Auf der Straße geht das richtig gut. Dritter Gang, ich würde sagen, an den Kipppunkt ran. Oh, meine Fresse, Alter. Das war gerade sowas von hinter dem Kipppunkt. Ich habe die Bremse wirklich durchgelatscht. Scheiße. Ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal kurz irgendwo hinstellen auf den Schreck. Oh, fuck. Meine Fresse. Ich muss wirklich das ABS ausschalten. Weil so, wenn man so weit hinten ist, wie ich jetzt gerade eben, das war wirklich hinterm Kipppunkt. Ich habe wirklich Schiss bekommen, dass ich mich nach hinten schmeißt. Das Problem ist, wenn man hinter dem Kipppunkt ist und hat das ABS an, latscht wie ich volle Kante in die Hinterbremse und das ABS nimmt einen die Hinterbremse weg. Was machst du dann? Dann fliegst du noch weiter nach hinten. Ich meine, ich habe es nicht wirklich gemerkt, dass mir die Bremse, das ABS hinten weggenommen hat, aber es kann ja trotzdem mal vorkommen. Deswegen ist es halt echt scheiße. Das Lustige ist, ich muss es jetzt mal kurz zeigen. Ich habe einen Power Commander verbaut und habe eine Launch Control, sag jetzt mal, eingestellt. Das ist halt lustig, ich habe die auf 5.500 Umdrehung gestellt und ich habe die so aktiviert, wenn ich die Kupplung eine Sekunde lang ziehe und dann Gas gebe, ist völlig egal wie viel. Also sobald die 5.500 Umdrehungen erreicht ist, erhöht es die Drehzahl nicht noch weiter. Das werde ich jetzt direkt mal demonstrieren. Ich finde das einfach absolut geil. Also bei 5.500 ist jetzt mehr praktisch, wenn man halt wirklich schnell anfahren will. Aber ich habe das sonst immer auf 4.000 gestellt. Und das ist das Geräusch einfach so geil. Okay, Kupplung. Eine Sekunde lang ziehen. Und dann... Alter, scheiße. Alter, das Geräusch ist einfach viel zu heftig. Scheiße. Oh Gott, oh Gott. So, das war's mit dem Video auch. Ist jetzt eigentlich schon recht lang geworden, würde ich mal behaupten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen mit den schönen Sonnenstrahlen dort oben, die dann auch rausschauen aus der Wolke. Und damit beende ich das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ice.